Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir wollen uns heute nochmal den gesamten Kryptomarkt anschauen, was so passiert ist, wie der Oktober voraussichtlich aussehen wird. Gehen spontan auch nochmal auf SafeMoon ein, da ja doch nun einiges wieder passiert ist. Kurz vorweg nochmal, nicht wundern, das ist jetzt vorerst mein letztes Video für die nächste Woche. Ich bin nämlich endlich mal im Urlaub für eine knappe Woche, 6 Tage insgesamt. Das wurde auch definitiv Zeit nach 4 Wochen durchgehend, 10 bis 14 Stunden Tagen, 7 Tage die Woche, gut, nicht ganz unbedingt, nicht immer 7, aber 6 auf jeden Fall. Ein wohlverdienter Urlaub, ich bin also dann am 5. Oktober wieder für euch da, über die Zeit wird es keine Videos geben. Ich hoffe trotzdem, dass ich in Telegram irgendwo ein bisschen immer aktiv sein kann, aber erwartet da bitte nicht allzu viel von mir. Aber ich habe auf jeden Fall alles erledigt, was erledigt werden musste. Dementsprechend wird auf jeden Fall ab dem 5. Oktober wieder richtig Vollgas gegeben für YouTube. Ich werde versuchen, ab dann auf jeden Fall wieder Daily-Videos rauszuhauen. Auch mit deutlich mehr Aufwand, da ich dann nun deutlich mehr Zeit habe. Sprich, es soll mehr Arbeit in den Schnitt etc. gehen. Viel tiefere, intensivere Recherchen etc. Dass auf jeden Fall da deutlich mehr Qualität in die Videos kommt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dieses Video liked und den Kanal schon mal abonniert, damit ihr nichts weiter verpasst. Ja, wir sehen es auch schon auf den ersten Blick. Es sind eigentlich wieder alles rote Zahlen zu vermerken. Wir haben nochmal einen netten Absturz erlebt. Wir springen auch dazu direkt in die Charts. Das sind, denke ich, nochmal die Nachwirkungen von der China-FAT etc. Ein paar Panic-Seller springen hinterher und der übliche Krypto-September, also wer schon länger dabei ist, der... Ja, man hat da eigentlich mit gerechnet, der weiß es eigentlich. Jeder September im Krypto sah bisher nicht gut aus. Es gab immer stärkere Korrekturen, wenn nicht sogar einen ganzen Bärenmarkt, wenn man mal einige Jahre mehr zurückguckt. Aber genau aus dem Grund bin ich umso bullischer für den September. Also wir schauen hier einfach mal im Chart, das ist jetzt gerade der BNB-Chart. Wir haben hier übergeordnet ordentlich, ja, vom 20. Juli eigentlich, da haben wir so ungefähr den Boden gefunden, würde ich mal sagen. Vielleicht in dem einen oder anderen Chart auch schon ein bisschen eher, schon Richtung Juni, je nachdem. Und haben eigentlich wirklich bis Ende August, also über einen Monat, absolut keine Korrektur gesehen. Das ist eine Bewegung, also das bisschen hier, das ist keine nennenswerte Korrektur. Dementsprechend, dass diese Bewegung korrigiert wird oder werden muss, war abzusehen. Das ist ganz normal eine 50-60% Korrektur, absolut normal und auch wichtig für die zukünftige Chartentwicklung. Dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir den September eben jetzt als Korrektur genutzt haben, um einen Korrekturboden zu finden. Sprich, was natürlich noch passieren kann, ist, dass wir hier über das Level ein bisschen stärker korrigieren, ein bisschen überkorrigieren, also dass wir vielleicht nochmal so fallen. Und für den Oktober bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir so eine Bewegung sehen werden. Nicht unbedingt straight, nicht unbedingt so steil, eher... dann sowas hier, aber auf jeden Fall, dass es dort dann aufwärts gehen wird. Ja, sieht eigentlich in allen Charts ähnlich aus. Also auch hier 50% Korrektur nach so einem enormen Aufstieg, ganz normal. Wir haben ja schließlich 100-300% bei den Altcoins gesehen, Solana sogar knapp 1000%. Also ja, das war mehr als notwendig, dass wir hier härtere Korrekturen sehen. Da können wir auch nochmal in den Bitcoin reingucken, ups, hier ist ein bisschen viel gekritzelt gerade drin, das machen wir mal aus, also ganz normale Korrektur hier, 50-60% von der letzten Aufwärtsbewegung ist völlig normal, sehr, sehr gesund, sehr, sehr wichtig für den Chart, von daher schiebt keine Panik, Bullruns leben von Korrekturen, denn je tiefer wir fallen, desto attraktiver sind die Kaufbereiche, auch natürlich für Großinvestoren. Dementsprechend macht nicht den Fehler, dass ihr dann irgendwo hier mit der FOMO reinspringt, wenn wir die Rakete bereits gestartet haben. Jetzt sind es auf jeden Fall attraktive Kaufbereiche, eigentlich in allen Kryptowährungen. Natürlich keine Anlageempfehlung an dieser Stelle. Ich kann euch nur sagen, wie ich das sehe und wie ich vorgehe. Und ja, so sieht es eigentlich bei allen Kryptos aus. Wir schauen auch nochmal in SafeMoon rein. Da haben wir eine ordentliche Rakete nach unten gesehen. Denn was ist heute passiert? Und zwar der SafeMoon Dev, der aber, also dementsprechend nicht John Caroni, der ist der CEO, der SafeMoon Dev, der seit April auch schon nichts mehr mit dem Projekt zu tun hat, ist natürlich noch einer der Top-Wale und der hat nun aber auch mit Ankündigung ausgecashed und ja, nicht ganz ausgecashed, ein paar Token hat er noch und dementsprechend ist der Kurs etwas eingestürzt. Aber auch hier natürlich ein sehr, sehr attraktiver Kaufbereich, also man kriegt aktuell gerade 1 Milliarde SafeMoon für einen knappen Tausender, das sind absolute Wunschpreise, ein absoluter Traum, ist natürlich ärgerlich für die, die jetzt immer nachgekauft, im Vorfeld schon nachgekauft haben. Mein letztes Investment steht auch im Minus, muss ich gestehen, ich habe hier tatsächlich nochmal nachgekauft gehabt bei 1,2, ja, aber halb so wild, da braucht man sich, denke ich, nicht drüber aufregen.
Wir schauen das auch nochmal auf whenmoon.de. Also das war der Werte hier, Kollege. 4,2 Billionen Token hat er gehabt. Er hat mal eben gut die Hälfte abgeworfen, relativ genau. Und hat jetzt immer noch 2 Billionen Token. Das ist immer noch eine ganze Menge. Die wird er sicherlich auch noch irgendwann abwerfen. Wann ist natürlich die Frage. Aber da auf jeden Fall krass. Wie gesagt, viele schieben dann natürlich immer direkt Panik. Andere sehen wiederum Möglichkeiten. Denn erstens günstigere Einstiegsmöglichkeiten. Das Handelsvolumen ist dadurch auch mal wieder ein bisschen angekurbelt worden. Das war ja echt mau die letzten Tage. Und die Wale haben dadurch weniger Einfluss, was sehr, sehr wichtig für die Zukunft ist. Denn ihr wollt wirklich nicht, wenn wir tatsächlich irgendwann zum All-Time-High zurückkehren, bei einem derartig hohen Market Cap, dass und wir vor allem ein ordentliches Handelsvolumen haben von vielleicht 100 Millionen bis 1 Milliarde, irgendwo was dazwischen, dann wollt ihr nicht, dass solche Leute noch derartig viele Token besitzen. Wer weiß, wie viele Reflections bekommen. Also ihr seht, wie viel die Wale hier bekommen. Bei derart geringen Handelsvolumen. Dementsprechend, ihr wollt wirklich nicht, dass solche Leute noch auf so viel Token sitzen, wenn wir wirklich Exchange, Blockchain, Wallet, iOS-Wallet etc. draußen haben und wirklich vielleicht wieder zurück auf einen 5 Milliarden Market Cap oder sogar höher kommen, ein ordentliches Handelsvolumen haben, vielleicht sogar bei Binance gelistet werden etc., dann wollt ihr wirklich nicht, dass hier noch solche Leute sitzen mit so viel Token. Ich weiß, es tut erstmal weh und ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht mehr hören, wenn ich das sage, dass es gut ist. Viele geben mit sowas natürlich den Gedanken an das Projekt auch auf, aber ich glaube weiterhin an das Projekt und habe durch sowas keine Zweifel, denn Wahlverkäufe sind ganz normal. Und ja, wenn SafeMoon auf lange Sicht einhält, was sie versprechen, ist es auf jeden Fall gut so, dass die Wale zu solchen Umständen die Token abwerfen und nicht erst im höheren Zeitpunkt oder späteren Zeitpunkt. Ja, dementsprechend, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann eigentlich kaum noch abwarten, bis die iOS-Wallet rauskommt. John Caroni hat es auch nochmal getweetet. Ich habe es auch retweetet. iOS, Next, SafeMoon Wallet. Also es ist ja alles eingereicht. Apple braucht da eben immer einfach etwas länger als Android. Von daher, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ja jeden Tag, jede Stunde eigentlich jetzt passieren kann. Es tut mir leid, wenn ich nicht darüber berichten kann, denn höchstwahrscheinlich wird es dann released, genau dann, wenn ich im Urlaub bin. Und ja, ich nehme natürlich mein Equipment nicht mit. Ich möchte den Kopf natürlich auch ein bisschen freikriegen. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es dann in der nächsten Woche auf jeden Fall, beziehungsweise in dieser Woche jetzt, auf jeden Fall noch passiert. Das alleine wird uns natürlich nicht zum Mond schießen. Also erwartet nicht zu viel, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass das erstmal geliefert wird, dass auch wieder positive News kommen, die Leute an das Projekt glauben und SafeMoon damit einfach hält, was es verspricht, indem die Produkte auf den Markt kommen. Dass Termine, Release-Dates verschoben werden, ist vollkommen normal, Leute. Binance hat übrigens um 1,5 Jahre die Blockchain verschoben, obwohl sie es wirklich 1,5 Jahre vorher angekündigt haben. Und schaut, wo Binance BNB jetzt steht. Von daher, macht da nicht so ein Hackmack drum. Aber im Endeffekt, ich will euch da auch nichts einreden. Ihr müsst das selber für euch entscheiden, wie ihr das Ganze handhabt. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall einen entspannten Urlaub gönnen und wir sehen uns dann am 5. Oktober wieder. Haut da rein, Jungs und Derns. Bis dann.